riesen Schatz sein. Lerne, wie man richtig die Al-Fatiha rezitiert und bringe das so jemandem bei. Lerne, wie man Wudu, die Gebetswaschung richtig verrichtet. Dann wirst du diesem Wudu beibringen und jedes Mal, wenn er sich wäscht, steht das in deinem Lumbo. Jedes Mal, wenn er betet, steht das in deinem Lumbo. Jedes Mal, wenn deine Frau eine gute Tat gemacht hat, zu der du sie hingeführt hast, dann wird das in deinem Lumbo stehen. Deswegen sagte der Prophet, wer zu einer guten Tat ruft, man da ila al-huda, derjenige, der zu einer guten Tat ruft, er wird dieselbe Belohnung bekommen, wie der, der ihm dabei gefolgt ist, ohne dass ihm ein Hasana abgezogen wird. Subhanallah. Immer wenn du sagst, schau mal, Achi, da ist ein Dars, nicht von, ihr wisst schon, von den komischen Leuten, sondern wir reden von Leuten von Al-Sunnah und Jama'ah. Da ist ein Dars, geh hin, er lernt was, das ist dein Gewinn. Achi, hier ist ein Buch, ein gutes Buch, ja. Nicht Seidenhaar und diese komischen Bücher, die in der Bücherei stehen. Sondern ein Buch von einer Sunnah und Jama'ah. Hier, nimm das, lies das, du wirst den Lohn bekommen. Immer wenn du etwas Gutes sagst, Achi, jetzt ist bald Ramadan, setz dich hin und mach Taube. Er macht Taube, das ist in deinem Lohnbuch. Wallahi, es sind wenige Worte. Aber wir sind zu faul um diese wenigen Worte. Ach, der weiß schon Bescheid. Der weiß schon, was soll ich ihm noch sagen? Allahu Akbar. Schaut mal diese Belohnung für diejenigen, die sich Wissen aneignen. Allah Azza wa Jalla sagt, يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ. Allah Azza wa Jalla, er wird diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen erhöhen. Ibn Abbas hat uns erklärt, was diese Rangstufen bedeuten. Es gibt 700 Rangstufen. Rangstufen. Im Paradies. Subhanallah. 700 Rangstufen. Wenn du zu den Leuten des Wissens gehörst, und du musst kein Alim sein, aber du hast dir einiges angeeignet und du verbreitest dieses Wissen. Es gibt 700 Rangstufen und von jeder Rangstufe zur anderen, es gibt 700, von jeder Rangstufe zur anderen gibt es einen Reiseunterschied von 500 Jahren. Allahu Akbar. Möchtest du das nicht? Dann eine Frage, du sitzt zu Hause. Und danach, was hast du geschafft? Lies doch zwei Sätze, Wallahi, du wirst nicht hässlich. Du kriegst auch keine Pickel, wenn du gute Lektüre liest. Aber du wirst traurig werden, wenn du deine Zeit verschwendest. Deswegen, tu was Sinnvolles in deiner Zeit. Und lass diese Fernseher. Wallahi, dieser Fernseher, er sorgt dafür, dass du 50% mindestens deiner Zeit gestohlen bekommst. Shaitan liebt diese Dinge. Was läuft heute? Und was lief gestern? Und was läuft übermorgen? Es gibt einen, der holt sich Fernsehprogramm und einen Textmarker. Der macht Wochenprogramm. Ja? Von morgens bis abends, was er guckt. Allah muss da. Diese neue Götze des neuen Jahrhunderts, Wallahi, wir sollten sie so gut wie möglich meiden. Und beschäftige dich lieber mit den guten Taten. Und dann, liebe Geschwister, subhanallah, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Der Vorzug von einem, der Wissen hat, von einem Diener, gegenüber einem, der Wissen hat, ist wie der Vergleich zwischen mir und einem einfach Betenden von euch. Allahu Akbar. Was ist der Unterschied zwischen dem Propheten und einem einfach Betenden Muslim? Sind das nicht gigantische Unterschiede? So ist der Unterschied von einem, der zwar Allah anbetet, aber nicht viel Wissen hat, zu einem, der Wissen hat. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sagte, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wer einen Weg einschlägt, wie du jetzt, um nach Wissen zu streben, so erleichtert Allah ihm einen weiteren Weg in das Paradies. Du bist hierher gekommen, Allah hat soeben einen weiteren Weg dir in das Paradies geebnet. Möge Allah Azza wa Jal uns so viele Wege ebnen, wie es reicht für das Paradies. Wallahi, das ist das Schönste, was wir haben können in dieser Welt, liebe Geschwister. Subhanallah, und ich möchte bitte nur eure Aufmerksamkeit auf einen Punkt hinlenken. Schaut mal die Kuffar. Bauen sie nicht Bordelle? Und bauen sie nicht Spielcasinos? Und bauen sie nicht Dinge, die Allah Azza wa Jal verflucht hat? Aber schaut mal, wie viel Kraft und Energie sie da reinlegen, richtig? Und die Gläubigen, wie viel Kraft legen sie rein? Ich habe gehört, wenn eine Moschee gebaut wird,
Wallahi, du musst ihn mit einer Waffe bedrohen, dass er 2 Euro gibt. 2 Euro. Und dann ein Jahr macht er dir Vorhaltung. Ohne diese 2 Euro würde die Moschee nicht stehen. Sagt er dir ein Jahr lang. Was tun wir um Gutes, wenn die Kuffar nur damit beschäftigt sind, das Schlechte zu verbreiten? Was für ein Ungleichgewicht gibt es dann auf der Erde? Nur Schlechtes. Und das Gute, was von uns kommen soll, wo ist das? Wo ist unser Einsatz? Wo ist unsere Kraft? Wo ist unsere Taqwa? Wo ist der Sinn unseres Lebens hier, wenn wir das verstreichen lassen? Und schaut mal, wie viele schlimme Orte die Kuffar geebnet haben und was wir gemacht haben. Ein Bruder sagte mir, er war in China. Alhamdulillah, da gibt es auch viele Muslime. Und er war dort in einer Stadt. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Stadt gibt es keinen schlimmen Laden. Ihr wisst schon, diese Bordelle. Keiner hat so einen schlimmen Laden, selbst die Chinesen nicht eröffnet. Als dort die Araber waren, sie waren die Ersten, die so einen Laden eröffnet haben. Wallahi, Allahu Akbar. Das ist die Sache. Wallahi, ist das nicht eine Demütigung? Die Kuffar selber, sie sagen sowas Widerliches. Und dann kommt ein Araber, der sich Muslim nennt und eine Brut für Shaitan aufmacht. Wo legst du deine Energie rein, lieber Bruder und liebe Schwester? Dann ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass wir voll werden, ist, dass wir zu viele Sünden machen. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Imam Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagt, derjenige, der Sünden macht, wird damit bestraft, dass er keine Kraft hat für die Ibadah. Je mehr Sünden du machst, umso mehr Energie nimmt Allah von dir, dass du weitere Ibadah machen kannst. Das heißt, je mehr du sündigst, umso fauler wirst du und siehst du das nicht selber. Wallahi, du machst 1, 2, 3. Deswegen sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Iyakum, und er hat uns gewarnt, Iyakum wa muhaqqirati dhunub. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى رَجُلْ حَتَّى يُهْلِكْنَا. Wehe euch und der Ansammlung, vor allen Dingen von kleinen Sünden, denn sie werden so viele werden, dass sie einen Mann zerstören von euch. Allahu Akbar. Und schaut mal, hier ein Blick, dort ein Blick, hier eine Zigarette, dort etwas Versautes, dort etwas Verbotenes. Die sammeln sich an, die Sünden. Wie viele sind das dann am Tag? 20, 50, 100, 1000? Jeden Tag? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wehe euch und der Ansammlung von vielen Dingen. Du merkst das nicht mal. Dir entgeht das. Aber Allah lässt alles niederschreiben. مَا يَنْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Nichts tut er, außer dass 2 Engel dauernd bereit wären, alles niederzuschreiben, was er tut. Klein oder groß, das interessiert nicht. Allah lässt alles in einem Buch festhalten. Möge Allah uns ein sauberes Buch geben. SubhanAllah. Schaut mal, liebe Geschwister, er hat dann 100, 500 Sünden jeden Tag. Und das zerstört ihn. Und er dachte, dieser 500. Blick auf die Frau wäre kein Problem. Das dachte er. Dein Herz wird immer schmutziger und schmutziger. Und die Rostschicht über dem Herzen wird immer dicker und dicker. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Aber nein, dann hat sich eine Hülle über ihre Herzen gelegt, für das, was sie erworben haben. Ein Tafsir-Gelehrte sagt, du wirst so lange Punkte bekommen auf dein Herz, bei jeder Sünde, bis dein Herz verschlossen ist und dann wird Allah Azza wa Jalla es versiegeln. Und du siehst nicht mehr die Wahrheit. Oh Allah, ich rede mal heute mit ein paar Muslimen. Du sagst ihnen, ach, wie soll ich dir noch erklären, dass Allah existiert? Er sagt, ich bin nicht so überzeugt. Wisst ihr, woher das kommt? Von den Ra'an. Er weiß nicht mehr, was gut und was schlecht ist, als Folge von was? Von seinen Händen, die dieses vorausgeschickt haben. Deswegen, liebe Geschwister, schaut mal, was der großartige gelehrte Imam Al-Thawri gesagt hat, rahimullah ta'ala. Er sagte, hurimtu qiyam al-layl khamsata ashhur bi dhanbin adhnabtu. Qila, wa ma dhaka adhnab? Qala, ra'aytu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadha murarin. Er sagt, mir wurde Für fünf Monate die Gnade genommen, Qiyam al-Layl in der Nacht zu beten, aufgrund einer einzigen Sünde. Und jetzt hört, welche Sünde war das? Er wurde gefragt, welche Sünde war das, die dich 5 Monate davon abgehalten hat, in einer Zeit Allah anzubeten, wo andere schlafen. Er sagte, ich sah einmal einen Mann weinen und sagte nur zu mir selber,
Der macht Riyah, der macht Augendienerei, das war meine Sünde. Er hat das zu sich selber gesagt. Und Allah Azza wa Jal hat ihn daraufhin 5 Monate und er ist Imam al-Thawri, al-Zahid, al-Imam, al-Alim. 5 Monate konnte er was nicht beten? Qiyam al-Layl. Allahu Akbar. Allah nimmt dir Gnaden, wenn du sündigst. Und Ibn Sirin, rahimullah ta'ala, er sagte einmal zu einer Person, ja, Muflis. Oh, du pleite gegangen, du Armer sozusagen, du Miskin. Er sagte daraufhin, nach 40 Jahren wurde ich bestraft für diese Sünde. Subhanallah, wallahi, Allah vergisst deine Sünde nicht. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir genau aufpassen, wie wir mit unseren Sünden umgehen. Denn das ist ein Beleg dafür, dass du weniger gute Taten machen wirst. Und ein weiterer Punkt, der uns faul macht, ist, dass wir nicht den Tod gedenken. Je weniger wir den Tod gedenken, umso weiter wird unser Herz entfernt sein. Imam al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, er berichtet von al-Daqaq, dass er gesagt hat, wer den Tod häufig gedenkt, man akthara min dhikri al-mauti, ukrima bi thalatha. Derjenige, der den Tod häufig gedenkt, der wird durch drei Früchte geehrt. Der wird durch drei Vorteile geehrt. Welche sind das? Ta'jilu tawba. Er beeilt sich mit der Tawba. Er weiß nicht. Der Tod, er ist nah. Der Todesengel, er klopft schon einmal an der Tür. Ich muss bereuen, bevor dieser Todesengel meine Seele nimmt. Er bereut schnell. Und weiter sagt der großartige Gelehrte, und er wird Überzeugung im Herzen haben. Er weiß genau, was die Wahrheit ist. Und er weiß, was die Lüge ist. Und er wird viele Ibadat, viele Gottesdienste machen. Das ist, wenn er nur den Tod häufig gedenkt. Wenn er den Tod nicht häufig gedenkt, wallahi, sein Herz wird weit abrücken vom Gedenken. Lasst uns mal hören, wie der Tagesablauf von Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu ardaba. Mein Imam und dein Imam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte eines Tages: Man asbaha minkum al-yawma sa'iman? Wer von euch ist heute fasten? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr sagte: Ich bin heute fastend. Und wallahi, er sagte es nicht, um die Leute zu beeindrucken, denn Allah hat ihm bestätigt, dass er seine Taten nur für Allah macht. Aber er hat geantwortet auf die Frage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte er weiter, sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَ. Wer von euch hat heute schon ein Totengebet begleitet? Da sagte Abu Bakr, ana. Subhanallah, wieder Abu Bakr. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. Wer von euch hat heute einen Armen gespeist? قَالَ Abu Bakr, ana. Und wieder sagte Abu Bakr, ich. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. Wer von euch hat heute schon einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Und in einer Überlieferung, das war zur Zeit des Fajr-Gebetes, zur Morgendämmerung, da hat er all diese Taten schon gemacht. Allahu Akbar, so hat der Tag von Abu Bakr al-Siddiq angefangen. Wallahi, er ist nicht mit Ungehorsamkeit später aus diesem Tag herausgegangen. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er diese Fragen gefragt hat, er sagte, ma ijtama'a fi imri'in illa dakhala al-jannah. Diese 4 Eigenschaften, das du, zählen wir auf, was? Einen Kranken besuchst, dann eine Janaza begleitest, ein Totengebet, dann? Dass man einen Armen speist und? Und Fasten ist. Wenn diese 4 Dinge an einem Tag von dir verrichtet werden, dann wirst du zu den Leuten des Paradieses gehören. Allahu Akbar. Hast du dir mal Mühe gegeben, diese 4 Dinge an einem Tag zu machen? Denke das nächste Mal, wenn du sowieso Montag und Donnerstag fastest, dann besuche auch einen Kranken, auch wenn er ein Kafir ist, das ist kein Problem. Wenn er ein Nicht-Muslim ist und du besuchst ihn, ist kein Problem. Du hast einen Kranken, weil der Prophet Muhammad sallam sagte, wer von euch hat einen Kranken besucht? Dass du jemandem zu essen gibst, das muss jetzt nicht Menü 35 von irgendeinem Luxusrestaurant sein, sondern dass du ihm etwas Einfaches zu essen gibst. Subhanallah, wallahi, wo ist das Problem? Willst du nicht das Paradies? 4 Dinge, die nicht schwer sind und du kriegst das Paradies dafür. Allahu Akbar. Schaut mal, wie die Salaf-Gelehrten waren, wie sie immer daran gedacht haben, ihre Taten zu vermehren. Und hier haben wir ein Beispiel.